Buchstaben. Wenn sie kein Vertrauen zu mir hat, dann kann ich ihr auch nicht helfen. Guten Morgen. Guten Morgen. Küster, mein Name. Lothar Küster. Wir haben telefoniert. Sie sind doch Frau Seewald, nicht wahr? Nein, ich bin Schwester Lotte. Frau Seewald ist drüben im Refektorium. Zeig doch dem Herrn den Weg, bitte. Einen Moment, bitte. Schwester Lotte, das ist der Immobilienmakler. Julia verkauft ihre Eigentumswohnung, um das Geld aufzutreiben. Ja, auch da kann ich ihr leider nicht helfen. Ich muss jetzt wirklich. Hübsches Anwesen. Ich habe da einen Schönheitschirurgen an der Hand, der sucht genau sowas für seine Pferde. Seit wann haben Pferde Schönheitschirurgen? War nur ein Witz. Kommen Sie. Ich muss Bischof Rossbauer sprechen, dringend, aber ich komme nicht zu ihm durch. Heute ist ein denkbar ungünstiger Tag, das Jubiläum von der Mutter Oberin. Und er ist gerade erst aus Rom zurückgekommen. Da wird er mit Terminen zugeschüttet sein. Aber warum fahren Sie nicht einfach rüber ins Ordinariat und kämpfen sich zu ihm durch? Ich hatte gehofft, ihn bei Ihnen im Mutterhaus abzufangen. Aber er hat heute nur einen Termin mit der Mutter Oberin und der ist um 20 Uhr zum Abendessen. Anlässlich des Jubiläums. Und da können Sie die beiden unmöglich stören. Um was geht es denn eigentlich? Schwester Julia. Danke, Schwester Hildegard. Julia, hier ist ein Herr, der ich sprechen möchte. Küster, Lothar Küster. Ach so, ja. Grüß Gott. Guten Morgen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Lohnt sich nicht. Ich wollte nur Ihre Unterschrift abholen und dann wieder zurück nach München. Den Vertrag habe ich dabei. Wir beide müssen dann nur noch über die Provision einig werden. Gina, würdest du uns bitte alleine lassen? Wie auch immer. Mich interessiert nur der Betrag, der unterm Strich für mich übrig bleibt. Nach Abzug des Bankdarlehens und der sonstigen Kosten. Und das müssen 230.000 Euro sein. Tja, also bei einer Wohnung in der Lage, ich mein englischer Garten und den heutigen Immobilienpreisen, dürfte das kein Problem sein. Entschuldigen Sie. Bitte, bitte. Kloster Kaltental? Entschuldigen Sie, wenn ich noch mal störe, aber die Mutter Oberin hätte gern Schwester Lotte gesprochen. Die ist doch auf dem Weg nach München. Die wollte nur vorher kurz im Rathaus vorbei. Sie ist unterwegs zu uns? Ja. Sie wollte den Geschenkkorb vorbeibringen und der Mutter Oberin im Namen von uns allen zu ihrem Jubiläum gratulieren. Ich hab doch extra gesagt, dass die Mutter keine Geschenke und Festivitäten will. Tut mir leid. Sonst noch was? Nein, danke. Gelobt sei Jesus Christus. Schwester Lotte ist im Rathaus, aber sie sei eigentlich unterwegs zu uns, sagt Schwester Julia. Dann versuchen Sie, sie bei Herrn Wöller zu erreichen. Ich bin in der Kapelle und für niemanden zu sprechen, außer für Schwester Lotte. Sind Sie krank? Nein, das ist eines von Ihren Geschenken. Was mache ich denn mit all den Sachen? Glückwunschkarten, die Briefe beantworten Sie mit unserem Standardbrief und meinem Unterschriftenstempel. Die Blumen geben Sie Schwester Ursula für die Kapelle. Und die Geschenke lassen Sie rüber ins Pfarrhaus schaffen für den nächsten Wohltätigkeitsbazar. Wunderbar. Jetzt ist es offiziell. Dr. Wolfgang Wöller. Lässt mich hier mit meinem Werkzeugkasten antanzen, nur um einen Nagel in die Wand zu hauen? Hermann, ich habe zwei linke Hände. Ich kann es mir nicht erlauben, mit einem geschwollenen Daumen bei diesem Klassentreffen zu erscheinen, ja? Außerdem, wozu habe ich einen Bauunternehmer als Freund? Hast du das Angebot mitgebracht? Was? Ja, was ich dem Ramersdorfer unterjubeln soll heute beim Klassentreffen. Sag mal, bist du verrückt? Das fällt doch auf. Wie? Du sollst ihm nur klar machen, dass der Bau der sozialen Wohnungen nur über mich läuft. Über den Preis werden wir uns schon einig. Ja, und der Rest ist dann... Überschreitungsreserve, wie immer. Überschreitungsreserve. Und da ist auch ein bisschen was für ihn drin. Ich meine, backschischmäßig. Sag mal, könntest du die Tür aufmachen? Frau Laban, wo bleibt denn der Schneider? 10 Uhr war ausgemacht. Und haben Sie den Wachmeister Meier erreicht? Ja, aber er meint, das müsse sein Chef entscheiden. Ja, rufen Sie bei dem an. Mach die Tür wieder zu. Es ist so traurig. Ich bin umzingelt von Nullen. Ich muss ja noch zum Föhn. Schau dir das hier an. Ja, schau dir das hier an. Alle wollen sie was von mir. Lass mich mal deine Prioritäten klären. Prioritäten? Das ist doch egal. Also, es interessiert mich einen feuchten Dreck. Verstehst du, dein Schneider, dein Friseur und dein Doktortitel. Bei mir geht's um die nackte Existenz. Und wenn du nicht den Auftrag von dem Ramersdorfer heute Abend aus München mitbringst, dann komme ich mit meiner Betonmischmaschine und fülle dein Bungalow von oben durch den Schornstein so hoch mit Beton voll, dass du deinen Eisschrank nur noch mit einem Presslufthammer aufkriegst. Tu dir keinen Zwang an, du bist versichert, ich bin versichert, was soll's. Aber bitte, töte mir nicht meinen letzten Nerv. Ja, bitte.
Schneider Wiegand wäre jetzt da, mit dem Maßanzug für den Herrn Doktor. Für den Herrn Doktor. Meister, treten Sie näher. Kommen Sie, kommen Sie. Ich dachte schon, Sie versetzen mich. Hermann, ich rufe dich morgen früh an, ja? Wenn nicht morgen früh, heute noch. Verstehst du, mein Telefon liegt neben mir auf dem Nachttisch. Ja. So, jetzt wollen wir nur hoffen, dass das teure Teil passt und dass es nach was aussieht. Scotty Huber. Sie wollen doch nicht in dem Aufzug mit Wörter zum Klassentreffen, oder? Hat er das schon überall rumposaunt? Nein, aber bitte achten Sie darauf, dass er nicht schon um 9 Sturz besoffen ist. Der geht da nicht zum Vergnügen, es geht um einen Riesenauftrag. Schwester, Sie möchten sofort im Mutterhaus anrufen, die Mutter Oberin möchte Sie sprechen. Ja, ich weiß schon, um was es geht. Nein, Sie können da nicht rein. Herr Böller, ich muss mit Ihnen reden. Ja, treten Sie ruhig näher. Na, wie finden Sie dieses Sakko? Also, wenn ich einatme, dann klemmt es ein bisschen. Wie bei diesem Gouverneur in Kalifornien, der mit der Zigarre. Man trägt heute knapp und tailliert. Ich komme nicht mit. Wie bitte? Ja, ich weiß, ich hab's versprochen. Aber je länger ich mir darüber Gedanken mache, desto lächerlicher finde ich es. Und überhaupt, ich habe ja nichts anzuziehen, was mit Ihrem Maßanzug mithalten könnte. Frau Laban! Ich habe auch gar kein Geld für den Friseur. Ja, Herr Doktor? Frau Laban, hier, holen Sie mal meinen Scheck. Nein! Mein Scheckheft, ja, das sind ein bisschen mehr... Die Mutter Oberin würde mir so einen Auftritt niemals verzeihen. Stellen Sie sich mal vor, mich würde jemand erkennen und noch dazu in Ihrer Begleitung. Frau Laban, schnappen Sie sich meine Brieftasche. Da sind mehr als 2000 Euro im Bar drin, sämtliche Kreditkarten. Dann schnappen Sie sich Schwester Lotte, ja, und staffieren Sie aus von oben bis unten und vom Allerfeinsten, wenn ich bitten darf. Herr Kein Böller. Wort mehr! Sie haben es versprochen und ich habe mich darauf verlassen. Wie soll ich jetzt kurz vor Ladenschluss eine Frau auftreiben, die den alten Kameraden das Wasser in die Augen treibt? Keine Widerrede. Punkt 19 Uhr bin ich im Kloster. Sollten Sie nicht erscheinen, erhänge ich mich im Dachstuhl am Balken und erscheinen jede Nacht im Traum. So! Was schauen Sie so? Wo ist die Hose? Also wenn die im Schritt genauso klemmt wie das Sakko. Gnade Ihnen Gott. Das Sakko klemmt? Im Schritt. In diesem Zustand sollte man ihm besser nicht widersprechen. Er meint das ernst. So wie damals, als er hier auf dem Fensterbrett stand und gesprungen wäre, hätten wir nicht aufgehalten, der Huber und ich. Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich zugesagt habe. Dieser blöden Maskerade. Ach was, in ein paar Stunden ist alles überstanden und dann hat er sein angeschlagenes Ego wieder ins Lot gebracht. So, jetzt brauchen wir erst einen Termin beim Friseur. Und dann kenne ich da eine pickfeine Boutique in der Fußgängerzone. Alles Einzelstücke, kein Teil. Und da 1000, 2000 soll er ruhig bluten. Ich bin spätestens gegen 15 Uhr wieder hier. Ja, aber wo willst du denn hin? Herr Küster ist so nett und nimmt mich mit nach München. Drück mir die Daumen, ja. Wo darf ich Sie denn absetzen? Im bischöflichen Ordinariat. Die Sachen werden heute noch von der Gemeinde abgeholt. Haben Sie Schwester Lotte erreicht? Nein. Dann versuchen Sie es noch mal. Rathaus Kaltental, Laban? Ja, die ist jetzt da. Aber wir wollten gerade... Ja, Moment bitte. Die Mutter Oberin. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Schwester Lotte, ich wollte Ihnen nur sagen, Sie können sich Ihre Reise nach München sparen, weil wir uns heute Abend sowieso sehen werden. Es sei denn, Sie haben was Besseres vor. Nein, das... Warum? Wo? Nun... Ich konnte es Herrn Rossbauer ja kaum abschlagen, mich heute Abend zum Essen einzuladen. Nur, wie soll ich es Ihnen sagen, es ist mir einfach unangenehm, allein mit einem Mann in einem Nobelrestaurant zu dinieren, selbst wenn er Bischof ist. Das ist wirklich schade, aber ich habe leider keine Zeit. Der Termin steht schon seit Wochen fest. Ah, und da lässt sich wirklich nichts machen? Ich fürchte, nein. Deswegen wollte ich ja heute zu Ihnen und die Geschenke vorbeibringen. Ja, schön. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend. So ein Mist. Ich hätte heute mit dem Bischof Rossbauer und der Mutter Oberin Abendessen gehen können. Tja, so ist das Leben. Entweder ist gar nichts los oder alles kommt auf einmal. Kommen Sie, shoppen ist die beste Medizin. Und dann gönnen wir uns einen Windbeutel im Café Bronner.
Bischof Rossbauer. Der ist drüben in der Kirche. Jetzt reg dich nicht auf. In der Drogerie am Marktplatz finden wir das auch. Aber nicht biodynamisch. Agnes? Agnes! Ich bin hier! Was machst du denn? Es waren zwei Kundinnen da. Ich war auf der Toilette, tut mir leid. Und kannst du den Laden jetzt übernehmen? Ist dir nicht gut? Doch, nein, ich komm gleich wieder, ja. Du kannst den Laden ja auch zumachen. Agnes! Was hat denn Tante Agnes bloß? Frau Seewald. Verzeihen Sie, wenn ich Sie hier so überfalle, aber Sie waren ja in Rom und dann... Naja, an der Pforte im Ordinariat sagte man mir, dass ich Sie hier finde. Schwand nichts Gutes. Also in dem Kleid und mit den offenen Haaren, ich hätte sie nie im Leben erkannt. Na, ich bin auch richtig erschrocken. In meinem Habit fühle ich mich geborgen. Erst meine zweite Haut. Jetzt haben wir gleich einen Termin beim Friseur, aber für einen Windbeutel und eine Tasse Kaffee reicht's mir. Ein Bier wäre mir lieber. Auch gut, beruhigt die Nerven. Dazu eine Gulaschsuppe. Kommen Sie, da drüben ist eine kleine Kneipe. Durch den BSE-Fall in den USA ist der Fleischmarkt zusammengebrochen. Und damit sind auch die Optionen auf Getreide im Keller. Ich habe zwar versucht, mit Porkbellis und Soja die Verluste aufzufangen, aber... Wollen Sie damit andeuten, dass das Geld weg ist? Leider ja. 200.000? Bis auf 10.000. Den Rest werde ich selbstverständlich zurückerstatten, sobald sich für meine Wohnung am Englischen Garten einen Käufer gefunden hat. Das war meine Schuld. Ich wollte aller Welt und vor allem Ihnen beweisen, dass ich die Größte bin. Aber Gott scheint das nicht zu mögen und er hat mir eine Lektion erteilt. Lassen Sie den lieben Gott aus dem Spiel. Ich glaube kaum, dass sich ihretwegen den Fleischmarkt der Vereinigten Staaten zusammenbrechen lässt. Falls er überhaupt eine Ahnung davon hat, was das ist und was die Menschen da treiben. Nicht mich einen Augenblick hinsetzen. Aber nun gut. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Nur eins. Ihre Mutter Oberin darf von dieser Pleite nichts erfahren. Haben wir uns verstanden? Aber wenn sie fragt? Lassen Sie sich eine unverfängliche Antwort einfallen. Ich möchte jedenfalls nicht mich Ihrem ätzenden Spott ausgesetzt sehen. Ja, und Sie? Sie haben mir diese traurige Tatsache gewissermaßen als Beichte anvertraut. Und wie Sie wissen, gibt es so etwas wie ein Beichtgeheimnis. Ich verstehe. Da ist nur noch was. Noch was? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich an St. Magdalena das Gelübde ablegen soll. Wegen dieser Panne? Aber mein Kind... Nicht nur deshalb, das war nur irgendwie der Auslöser. Ich habe diese Entscheidung bisher erfolgreich verdrängt, weil es nicht meine Art ist, was aufzugeben. Schon als Kind nicht. Und später beim Studium, ich musste immer die Erste und die Beste sein. Mhm. Aber als Nonne, da... Da geht es um Demut und Bescheidenheit und Gehorsam. Und Armut und Keuschheit. Ja. Und in all dem da, naja, da bin ich absolutes Mittelmaß. Auch der heilige Franziskus war ein Sohn aus reichem Haus und hat ein zügelloses Leben geführt, bis er die Stimme Gottes hörte. Ich höre aber nichts. Keiner zwingt Sie zu irgendetwas, Schwester. Auch Gott nicht. Und Ihre Mutter Oberin erst recht nicht. Aber ich würde Ihnen empfehlen, in Stille und Gebet nach der Antwort zu suchen. Haben Sie eine Schildkröte gesehen? Sie meinen Schilddrüse? Nein, Kröte! Margarete, haben Sie Resi gesehen? Nein,
Sie ist weg! Felicita. Agnes, gut, dass du da bist. Resi ist weg. Wir müssen sie suchen. Du nimmst ihr Zimmer links und ich rechts. Komm. Felicitas. Was? Ich glaube, es hat mich erwischt. Wie? Magenkrebs. Wie kommst du darauf? Agnes, keine Panik jetzt. Du gehst jetzt rein ins Schwesterzimmer und ich besorge ein Beruhigungsmittel. Und dann sehe ich zu, ob in der Gastro was frei ist. Meinst du, das geht so auf die Schnelle? Natürlich. Wozu bin ich Oberschwester? Geh rein. Ich bin gleich wieder da. Hier trinkt das aber alles. Da ist dein... Ich bin gleich wieder da. Gegen 17 Uhr wird der Leihwagen angeliefert. Ja. Haben Sie einen grauen Anzug? Den ziehen Sie an. Besorgen Sie sich eine Chauffeursmütze. Und dann sind Sie 18.45 Uhr vor dem Rathaus. Ja, das weiß ich nicht mehr. Das kann 2 oder 3 Uhr nachts werden. Ja. Auf alle Fälle, Sie haben dann immer noch Gelegenheit, nach Hause zu fahren, zu duschen. Und sind dann morgen wieder um 8 Uhr in der Firma. Können Sie wieder Autos verkaufen. Ja? Gut, danke, Ende. Wo soll das denn sein, Universität Plötzendamm? In den ehemaligen Bundesländern. Also entweder Sie meinen die ehemalige DDR oder die alten Bundesländer oder die neuen Bundesländer. Ja, egal wie. Haben Sie mit Ihrem Chef gesprochen? Ja. Also, 18.45 Uhr vom Rathaus. Dann holen wir meine Begleitung ab und dann düsen wir nach München. Und ich soll Eskorte fahren. Genau. Aber nicht in dieser vergammelten Uniform, ja? Gala ist angesagt. Gala. Gala. Mit dem Motorrad. Wie Sie meinen, Herr Wöller. Dr. Wöller, bin ich bitte da? Wie Sie meinen, Herr Dr. Wöller. Aber falls Sie glauben, ich stehe bis 2 Uhr früh für irgendeiner Nobelkneipe rum und schiebe Ehrenwache, dann haben Sie sich geschnitten. Das kann keiner von mir verlangen. Ja, bis dahin sind meine Kameraden auch voll wie die Haubitzen, aber vorgefahren wird. Mein Gott, wo bleibt denn diese Labern? Es kann doch nicht so lange dauern, ein paar Klamotten zu besorgen. Ja. Nein, Frau Labern ist nicht da und mich dürfen Sie sowas auch gar nicht fragen. Finger weg. Nein, ich meine nicht Sie. Also, rufen Sie morgen wieder an. Darf ich fragen, was der Anlass für diese Staatsaffäre ist? Kriegen Sie den Nobelpreis? Raus. Zu Befehl, Herr Doktor. Pflaume. So, das hätten wir. Du wartest im Schwesternzimmer auf mich. Und mach nicht so ein Gesicht, Agnes. Selbst wenn es ein Karzinom sein sollte, das ist heutzutage keine Katastrophe mehr. Oh mein Gott. Jetzt dreh nicht durch wegen dem bisschen Blut im Stuhl. Aber warum ich? Ich hab doch, weiß Gott, gesund gelebt immer und hab die... Dir. Vielleicht hast du zu gesund gelebt und zu wenig gesündig. Was soll ich damit? Einen Schluck nehmen. Das hilft. Nicht? Eine Schildkröte ist doch kein Flugzeug. Aber es gefällt dir. Schau, sie grinst. Stimmt. Trotzdem, hast du nicht irgendwas anderes zum Spielen? Nein, mit mir ist so langweilig. Weißt du was? Ich bring dir irgendwas anderes. Einverstanden? Bestimmt. Versprochen. Bist du auch krank? Ja. Ja, und vielleicht werde ich auch. Das ist Resi. Die gehört unserer Oberschwester. Und wenn unser Oberarzt erfährt, dass unsere Oberschwester eine Schildkröte hat, dann wird der Obersauer. Bis gleich. Tschüss, Resi. Resi sagt Tschüss.
Ja, siehst du, Resi. Und ich habe immer gedacht, ich werde mindestens so alt wie meine Oma. Die hat ihren Magenkrebs erst mit 92 bekommen. Und du rufst gleich an, wenn du gelandet bist, ja? Ja, logisch. Jetzt schaut mich nicht so an, es sind doch nur 3 Wochen. Dankeschön. Vielleicht schaffe ich es ja mal am Wochenende, mir frei zu machen und euch zu besuchen, ne? Stimmt. Yes, Madam. Du vergisst nicht, die neue CD von YouTube mitzubringen. Das ist die richtige Einstellung. Hopp. Jakob ist immer ein Mann mit einem gesunden Egoismus. Mhm. Und du drückst mir lieber die Daumen, dass alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann mache ich in London so viel Kohle wie im ganzen Jahr und wir sind aus dem Schneider. So, jetzt hau ich lieber ab, oder wollt ihr mich unbedingt noch heulen sehen? Wo ist eigentlich Jakob? Ja, hier. Wo? Ja, hier, hinter dir. Wo denn? Hinter mir ist ein Taxi, aber kein... Was ist das denn? Wem gehört das denn hier? Ja, hier. Ah, hier. Da bist du. Ja. Oh, danke. Er hat dir gefallen. Wie? Na, der Krimi war doch ihre Idee. Sie dachte bis zum Schluss, der Ehemann sei der Mörder. Haben Sie gesagt, dass ich da bin? Ach so, ja, Sie können rein. Aber sie hat noch höchstens 10 Minuten. Dann muss sie sich fein machen. Die Nähe im Château Surnes mit seiner Exzellenz. Setzen Sie sich. Danke, dass Sie mich so kurzfristig empfangen konnten. Lassen Sie mich raten. Hat Ihr Besuch zufällig etwas mit Ihrem neuen Nebenjob als Investmentbankerin von Bischof Roßbauer zu tun? Nein, das... Es geht um mich und die bevorstehenden Weihen an St. Magdalena. Aha. Und Sie haben jetzt Zweifel, ob Sie wirklich berufen sind? Das überrascht Sie offensichtlich nicht. Nein. Naja, so wie ich mich verhalten habe, als ich Ihre Vorzimmerdame war, das war ja zu erwarten. Das war nicht Ihre Schuld. Sie konnten es mir nicht recht machen, weil Schwester Hildegard nach Kaltental zu verbannen, war so ungefähr das Dümmste, was ich tun konnte. Und ich hasse es, wenn ich etwas Dummes tue. Und an Ihnen habe ich es ausgelassen. Ich möchte mich nachträglich dafür entschuldigen. Nein, nein, Sie hatten schon recht. Ich kann es einfach nicht lassen, was Besseres sein zu wollen. Und dann verrenne ich mich in Projekte und Ideen und... Jedenfalls ist mir klar geworden, dass ich nicht die Kraft habe, das durchzustehen, wie Sie und Schwester Lotte. Könnte es sein, dass diese Erkenntnis doch etwas mit dem Aktienportfolio von Bischof Roßbauer zu tun hat? Wie er mir stolz verkündete, hat er größere Summen in USA investiert und Futter- und Getreidemittel sind mächtig abgestürzt in den letzten Wochen. Seine Exzellenz hat mich dringend gebeten, mit keinem über sein Portfolio zu sprechen. Wie viel hat er verloren? Bitte. Nun, ich gönne es ihm. Nur Sie fühlen sich jetzt wie eine Versagerin und ziehen messerscharf den Schluss, dass Sie nicht zum Ordensleben berufen sind. Auch ich stand vor dieser Entscheidung. Und ob sie die richtige oder einzig mögliche war, weiß ich bis heute nicht. Und Gott ist oft weit entfernt. Oder wie sagt der persische Dichter Hafiz? Auch wenn wir die Musik Gottes nicht immer hören, so tanzen wir doch weiter. So schön und fröhlich, wie wir können. Frau Seewald, Gott verlangt von Ihnen nur eins, dass Sie Ihrem Herzen und Ihrem Gewissen folgen. Aber das trifft sich doch prima, Herr Wachmeister. Wenn Sie sowieso in München sind, könnten wir uns doch treffen. Und Sie lesen noch schnell das letzte Kapitel. Julia, Moment. Was haben Sie gesagt? 20 Uhr passt hervorragend. Da ist die Mutter Oberin mit Bischof Roßbauer unterwegs und ich habe endlos Zeit. Sie sind ein Schatz, Herr Meier. Schwester Hildegard? Bis dann, Herr Meier. Wie? Nein, der Ehemann ist nicht der Mörder. Schwester Hildegard! Ich komme!
Trotzdem, ich bin etwas ratlos. Wir haben keinen eindeutigen Befund. Oh mein Gott. Was heißt hier, oh mein Gott? Das ist eine gute Nachricht. Stell dir vor, ich hätte gesagt, alles klar, Krebs, du musst operiert werden. Nein, Agnes, das ist toll. Also reg dich nicht auf. Ja, und was geschieht jetzt mit mir? Vielleicht müssen wir noch eine CT machen. Und sag jetzt nicht, oh mein Gott. Du gehst jetzt nach Hause, setzt dich in die Kapelle und beruhigst dich. Und ich mache mich auf die Suche nach diesem Untier. Ich habe sie gefunden. Nein. Der Junge aus Zimmer 201 hat mit ihr gespielt. Manfred, dieser Lauser. Ich mag ihn. Wie kannst du das deiner Felicitas antun? Felicitas, würdest du das bitte unterschreiben? Als meine Großmutter gestorben ist, da ging ein Riesenkrach los, wer ihr Häuschen erbt und das silberne Besteck und... Mein letzter Wille. Agnes, jetzt versündige dich nicht. Wieso? Ich habe zwar nicht viel, aber ich möchte unbedingt, dass du die Granatbrosche von meiner Großmutter erbst. Von Mont Blanc? Ja, meine Asche. Verstreuen, da ist man dem Himmel näher. Agnes, ich habe ja schon viel erlebt, aber das hier... Das unterschreibe ich nicht. Bin wieder da! Endlich, wo bleiben Sie denn? Sie können mich doch in so einer entscheidenden Situation nicht allein lassen. Die oder die? Strickschlips sind out. Jetzt beruhigen Sie sich, alles unter Kontrolle. Ihre Eskorte wartet schon. Und, Schwester Lotte, haben Sie alles bekommen? Ja. Hier, die 2000 haben leider nicht gereicht, denn zu diesen Designerklamotten braucht man ja auch noch Accessoires und Klunker. Und, ja. Aber... Die kennen mich ja. Und ihre Unterschrift kann ich ja besser als Sie. Und wie sieht sie aus? Lassen Sie sich überraschen. Und wo soll das sein, das Chateau Sionnet? Fahren Sie einfach hinter mir her. Ich habe mir die Route von Kollegen in München festlegen lassen. Hoffentlich fällt in diesem Luxus-Gourmet-Tempel auch für uns was ab. Das können Sie vergessen. Achtung, der Herr Doktor. Ja, das hat Stil. Also, dann wollen wir mal. Wo ist denn Ihre Mütze? Ach, die ist vorne. Ja, setzen Sie sie auf. Also manchmal glaube ich, Sie haben Ihren Kopf nur, um die Ohren auseinanderzuhalten. Oder um das Stroh nicht in der Hand tragen zu müssen. Also ehrlich, wie reden Sie da mit Ihrem Angestellten? Bei uns in der Firma weht ein anderer Wind als in Ihrem Laschenverein. Also, ab die Post. Mit Blaulicht, wenn ich bitten darf. Sie haben ja ein richtiges Mützengesicht. Muss ich den Kommunionsunterricht schon wieder ganz alleine machen, weil der Pfarrer... Gib mir mal die Kosmetiktasche von der Frau Labern. Dann muss ich den Kommunionsunterricht alleine machen, weil der Pfarrer schon wieder zu seinem wichtigen Termin nach München musste. Und Julia ist auch noch nicht wieder da. Dann muss sie halt den Bus nehmen. Die Ohrringe bitte. Und was soll ich ihr sagen, wenn sie kommt? Ach, Schwester Lotte, dass sie ausgerechnet heute weg müssen. Agnes ist auch schon total durcheinander und sitzt seit Stunden in der Kapelle. So ein Kasperltheater. Und alles nur wegen Herrn Wöller. Ich möchte wirklich wissen, was sich dieser Friseur von der Frau Labern bei der Frisur gedacht hat. Ach du Schande. Jetzt brat mir einer aber ein Storch. Lotte, eigentlich wollte ich dich sprechen. Küss die Hand, Königin. Grüß Gott, Herr Böller. Ja. Ich gehe schon. Vielleicht ist es Julia. Viel Spaß noch. Danke. Also, bringen wir es hinter uns. Ja. Packen wir den Stier bei den Hörnern. Darf ich bitten? Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen, aber dieser Tag heute hatte es wirklich in sich. Oh,
Das können Sie laut sagen. Aber fällt Ihnen nichts auf? Nein. Wieso? Da bin ich aber etwas enttäuscht, wo Ihnen doch sonst nichts entgeht. Beim Talar. Ich habe ihn in Rom anfertigen lassen und trage ihn Ihnen zur Ehre. Heute zum ersten Mal. Steht Ihnen gut und war sicher nicht billig. Ich dachte, ich könnte mir das leisten. Bei meinem Portfolio. Ich hoffe, der hält jetzt wieder 10 bis 15 Jahre. Ich hoffe, Sie halten auch noch 10 bis 15 Jahre. Na, also. Also eins muss man der Frau labern lassen. Wie man aus einer Nonne eine Superfrau machen kann, das kann sie. Hören Sie auf. Wenn ich ein Dichter wäre, würde ich jetzt eine Ode nach der anderen absondern. Bitte nicht. Der Vergleich mit einem im Meer versunkenen Schatz drängt sich auf, der endlich entdeckt und gehoben wurde. Was haben eigentlich diese Klunker gekostet? Nichts, die gehören der Frau Labern. Ja, was ist, was haben Sie? Ich will hier nur im Dorf nicht in diesem Aufzug gesehen werden. Ja, wenn das so ist, dann können wir uns doch zusammen in die Rückbank drücken. Eins wollen wir gleich festhalten. Wenn Sie mich auch nur ein einziges Mal anfassen, dann ist der Abend für mich gelaufen. Besser gesagt, ich will Sie nie wiedersehen in meinem ganzen Leben. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Dann werde ich mich darauf beschränken, meine Augen weiden zu lassen. Wenn ich daran denke, dass ich wegen Ihnen eine Einladung der Mutter Oberin und Bischof Roßbauer habe absagen müssen, könnte ich heulen. Was soll das heißen, dass Sie wegen mir? Wenn ich auch nur ein einziges Mal das Wort Enteignung oder Prozess höre, dann... Herr Brodbeck, machen Sie mal Musik, damit die Dame auf andere Gedanken kommt. Irgendwas Klassisches, was... spielen Sie was Altes, ja? I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. Gina, das ist aber lieb von dir. Na ja, zu du kein Geld mehr hast fürs Taxi. Erzähl, wie war's denn? Bischof Roßbauer hat's mal nach ertragen. Aber dann war ich noch bei der Mutter Oberin und hat mich ja praktisch angefleht, ihr nichts zu sagen. Aber diese Frau, die checkt nur kurz die Kurse im Internet und weiß alles. Wieso warst du bei der Mutter Oberin? Ach, nur wegen der Weine. Stell dir vor, der Makler meint, er kriegt vielleicht 550.000 für meine Wohnung. Ja, ist doch großartig. Ja, das ist viel mehr, als ich gedacht habe. Hey, Tino! Tino, halt, genau! Schön, dich bei mir zu sehen. Wie geht's, wie steht's? Danke, kann ich klagen. Nur dieses verdammte Neubauprojekt, das macht mir im Moment das Leben schwer. Sozialwohnung. Da ist nichts verdient, meinst du? Du sagst es. Herr Professor, wir sehen uns gleich drin, ja? Schön. Wo ist Brigitte? Du hast dich nicht etwa scheiden lassen? Da bist du verrückt. Wäre glatter Selbstmord. Da wäre ich die längste Zeit Chef vom Verlag gewesen. Nein, Brigitte kommt. Ja. Die ist noch auf irgendeiner Vernissage. Flora, du küsst immer nur den Dieter. Immer küsst du nur den Dieter. Bis auf dich nicht. Wir sehen uns. Ist Wolfgang schon drin? Wolfgang, der kommt? Ja. Der hat sich doch jedes Jahr gedrückt, unser Autohändler. Ich habe ihn rumgekriegt. Und jetzt möchte ich dich bitten, reib ihm nicht gleich wieder rein, dass er keinen Doktor hat und Autos verkauft. Er hat genug von uns einstecken müssen. Entschuldige, mein großes Licht war ja nur wirklich nicht. Das ist der Wolfgang! Nein, tatsächlich! Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Wie hat er da dabei? Boah, Madonna! Das darf nicht wahr sein! Herr Rudwig, lassen Sie Ihr Handy an, ja? Alles klar, und viel Vergnügen, Herr Doktor. Danke. Herr Einsatzleiter, vielen Dank und bis später dann. Sehr wohl, Herr Doktor, selbstverständlich, wie Sie wünschen. Da ist ja der Guido Perlacher, darf ich bekannt machen, Herr Perlacher, Charlotte, Baroness von Kaltenthal.
Das ist der Guido, von dem ich dir erzählt habe, der mich damals nie hat abschreiben lassen und in meine Turnschuhe gebieselt hat. Angenehm. Ganz meinerseits. Da, Dieter, du hast ja richtig zugelegt. Steht dir aber gut. Och, weißt du, wer im Glashaus sitzt? Baroness, guten Abend. Tja, was stehen wir hier dumm rum? Gehen wir's an? Ja. Oh, danke schön. Willkommen, ne? Donny! Fischerhäufig, gell? Genau, letzte Reihe. Du hast dich sehr gut gehalten. Ja, du dich auch. Oder warst du der Professor? Nein. Sag mal, wo ist eigentlich Brigitte? Na, die arbeitet jetzt in dieser Galerie. Ach was, hat sie das nötig? Wie meinst du? Ja, ich meine, von der Auflage von meiner Doktorarbeit kann sich ja so ein Verlag nicht über Wasser halten. Ich meine, Sag mal, Dieter, ich habe gehört, es gibt heute eine Darbietung, Bauchtänzerin. Nein, nein, Wolfgang, ein Magier. Ja, nur vom Feinsten. Ein Magier, ja, das klingt aber auch interessant. Baroness? Ja, ja. Sag mal, Doktor und Polizeischutz, bist du raufgerutscht oder was? Wie? Ach so, nein. Der ist nur da wegen der Klunker von der Baroness. Wir haben ja ein Vermögen gekostet. Ich meine, normalerweise hätten es ja eigentlich auch die Kopien getan, aber, weißt du, Frauen. Prost. Was ich damit sagen will, ist, Ihre 25-jährige Tätigkeit im Amt hat nicht nur meine Arbeit erleichtert und bereichert, sondern auch mein Leben. Und dafür bin ich Ihnen ganz... Das ist doch nicht möglich. Was ist denn los? Und auch noch mit Herrn Wöller. Ah, so. Wir haben jetzt schon... Ja, die ist immer pünktlich, weiß, frei. Ja. Also wenn ich gewusst hätte, dass hier jetzt schon Kreti und Pleti verkehrt, hätte ich mir ein anderes Lokal ausgesucht. Was ich damit sagen will, ist... Ja, ja, sicher. Sondern auch mein Leben. Mein Gott, tut das gut, es diesen Angeber mal so richtig reinzuwürgen. Haben Sie sein Gesicht gesehen, als ich Sie als Baroness Kaltenthal vorgestellt habe? Keine Angst. Sie sind die Königin des Abends. Sie sind ein Naturtalent. Haben Sie es denn nicht gesehen? Was? Da sitzt die Mutter Oberin mit dem Bischof Rossbauer. Sie sind Gespenster. Nein! Wo? Da hinten, am Kamin. Tatsächlich? Hm. Ich muss jetzt gehen. Schwester Leute, Moment. Sie setzen sich hin, trinken ihr Glas Shampoos. Ich erledige das. Ja, aber wie denn? Ja, lassen Sie mich noch machen. Schönen Frauen aus der Klemme zu helfen, ist eines meiner schlummernden Talente. Und Eisenherz. Baroness! Ja? Es ist uns wirklich eine große Ehre, dass Sie heute Abend Zeit hatten, mit Wolfgang hierher zu kommen. Ja, schon, aber Jetzt wird's spannend. Darf ich Ihr trautes Zusammensein kurz stören? Ungern, aber bitte. Ich wollte nur sagen, dass Schwester Lotte nur unter größten Vorbehalten und im Dienste der guten Sache heute als meine Begleiterin und als Botschafterin dieser guten Sache eingesprungen ist. Schwester Lotte? Wo? Ja, kurzfristig. Und im Wohle der Gemeinde Kaltenthal. Es geht um Sozialwohnungen. Das Ganze ist mir wirklich entsetzlich peinlich und... Ich weiß auch gar nicht, wie ich da hineingeraten bin. Ich werde versuchen, bei Gelegenheit alles zu erklären, falls Sie überhaupt noch mit mir reden wollen. Einen schönen Abend noch. Ja, Moment, Schwester! Exzellenz, hier wird uns einiges geboten, oder? Schwester Lotte! Ach, haben Sie vielleicht ein bisschen Geld für mich? Für das Taxi und für den Zug? Sie wollen doch nicht etwa gehen? Ach, was denn sonst? Ich kann doch nicht hier eine Baronin in diesem Fummel spielen und da vorne... Das ist die Mutter Oberin mit Bischof Rossbauer. Also hätten Sie mich mal machen lassen, ich hätte das hingebogen. Ja, ja, mit noch mehr Lügen. So wie ich Sie kenne, nein, dann ist es besser, ich gehe jetzt. Na gut, dann gehe ich auch. Ja, wieso denn? Das ist doch Ihr Klassentreffen. Ach, diese Knalltüten. Und was ist mit Ihrer alten Flamme, der Brigitte? Ja, das ist allerdings schade. Hm. Hallo. Holt weg. Ja, wo sind Sie? Wir fahren zurück. Ja, dann kommen Sie hierher, tanzen hier an. Ja, sofort. Wolfgang! Oh, ist das aber eine Freude! Geh, du mein, du kommst gar nicht. Lass dich anschauen. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Brigitte! Ja. Ja, Wolfgang. Und das ist sicher deine Frau. Willst du mich nicht vorstellen?
Ja. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Wolfgang hat mir schon sehr viel von Ihnen erzählt. Was? Sie haben sich allerdings viel, viel besser gehalten als ich, aber ich hätte dich nehmen sollen. Der Guido, der hat mich doch nur wegen dem Verlag geheiratet. Ach, sag doch sowas nicht. Nein, du hast ganz andere Qualitäten. Ich lasse Sie jetzt liebend gerne alleine. Sie haben sich sicherlich sehr viel zu erzählen. Aber keine Widerrede, du bleibst da. Der Wagen holt dich nachher ab. Sie werden doch nicht meinetwegen gehen. Aber nein, natürlich nicht. Viel Spaß, Liebling. Wolfgang! Auf diesen Augenblick habe ich jahrelang gewartet. Mein Wolfgang! Ach nee, der Arzt ist der Mörder. Ich dachte die ganze Zeit, das ist der Metzger. Na klar, da hätten Sie eigentlich früher drauf kommen müssen. Wer sonst hätte Ihre Tabletten vertauschen können? Toll. Doch, 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 doch. Vor allen Dingen, wie die Nonne mit dem Kommissar gemeinsame Sache macht. Sehr witzig. Schon 22 Uhr? Vor 23 Uhr kommt die Mutter Oberin bestimmt nicht zurück. Kommen Sie, für eine Partie reicht es noch. Tischfußball. Na los, ich muss trainieren. Sie waren bei Ritter der Stadtmeisterschaft in Korschbeuren. Einmal im Leben will ich die Mutter Oberin schlagen. Das war abseits. Ist das nicht komisch? Ich habe nie Angst vorm Tod gehabt, im Gegenteil. Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, endlich bei ihm im Himmel zu sein. Jetzt hör auf. Ist doch alles gut gegangen. Ich will dir doch nur danken und sagen, dass es mir gut getan hat, dass du so streng zu mir gewesen bist und so lieb. Doch, und dass du sogar Resi wegen mir vergessen hast. Vergiss es. Und jetzt will ich endlich was essen. Ist noch was übrig? Nein, aber ich kann dir Reis kochen und rote Rüben sind noch übrig von gestern. Rote Rüben? Ja. Du hast gestern rote Rüben gegessen? Ja, das schmeckt sehr gut mit Reis. Agnes, du bist doch wirklich das Allerletzte. Warum? Blut im Stuhl. Das waren die roten Rüben. Und du willst deine Asche von Mont Blanc verstreuen lassen. Also ehrlich, Agnes. Ja, wie? Sie kommen schon zurück. Ich dachte, es wird ein richtig großes Fest. Mein Gott, Lotte, wie siehst du denn aus? Ja, ja. Danke, Herr Brotbeck. Gute Nacht. Ich danke Ihnen. Das Gespräch auf der Fahrt hat mir echt die Augen geöffnet. Gute Nacht, meine Damen. Felicitas. Glaubst du wirklich, es waren nur die roten Rüben? Was sonst? Aber sag keinem was davon, sonst bin ich in der Klinik erledigt. Gut, dass ich Sie noch erwische. Es ist mir nämlich ein Bedürfnis, Ihnen eine Erklärung abzugeben. Ich muss Ihnen zu meiner Schande gestehen, dass Schwester Lotte sich meinetwegen in diese peinliche Situation begeben hat. Ich habe sie erpresst, sozusagen. Diese Erklärung scheint mir schon glaubwürdiger, wenn man Ihren Charakter in Betracht zieht. Ja, ich bin nur ein Mensch und kein Heiliger wie Sie beide. Also, wenn Sie Ihren heiligen Zorn bitte an mir auslassen und nicht an Schwester Lotte. Bei unserem Prozess werden Sie ja Gelegenheit genug dazu haben. Es wird mir ein Vergnügen sein. Ja, dann also bis dann. Exzellenz, schönen Abend. Herr Bürgermeister. Also, verstehen Sie, was das alles zu bedeuten hat? Nein, und ich will es auch nicht verstehen. Jedenfalls nicht heute Abend. Oh mein Gott. Wieso passiert mir das überhaupt? Ich bin nicht
Na? Alles klar? Ach, hören Sie auf. Ich würde am liebsten im Erdboden versinken. Ach, keine Angst. Ich konnte Ihre Mutter Oberin schon verklickern, dass es allein meine Schuld war. Aber schade, dass Sie gegangen sind. Der Magier, der dann noch aufgetreten ist, der hätte ihm bestimmt gefallen. Magier? Ja. Der haut zwei Eier in die Pfanne und dann flattern zwei Tauben raus. Wie sinnig. Und jetzt weiß ich auch, was ich bei dieser Wohltätigkeit schon mache. Magier. Wollte ich als Kind immer schon machen. Ich habe damals einen Zauberkasten bekommen. Mit allem drum und dran. Mit Karten, Würfeln und so weiter. Herr Böller. Ja? Es ist fast 2 Uhr. Und Sie sind meine Assistentin. Keine Angst, nicht im Bikini und mit Flitter, sondern Sie können so in Ihrer Montur bleiben. Gute Nacht, Herr Böller. Oh, schon? Wie wär's mit einem kleinen Absacker? Macke, Klostergeist. Ha? Träumen Sie was Schönes. Von mir aus, von Ihrer Brigitte. Gute Nacht. Gute Nacht. Für was bin ich eigentlich Doktor geworden?